Der kommt nicht nur in der Grundschule gut an. Bei der ist einfach der Sekundenzeiger abgefallen. Ich war Büro, ist mit einer Büroklammer befestigt. Verstehen die Veganer nicht, ey, ehrlich. Das so, heute ist ein ganz besonderer Tag, ein neuer Vlog, der zweite Vlog. Der erste kam ja schon sehr gut an und heute ist ein sehr besonderer Tag. Was machen wir jetzt? Wir holen uns einfach Rollies ab heute. Ein Traum geht in Erfüllung. Der Tag ist gekommen, wir haben so lange darauf hingearbeitet. Wir haben uns zwei sehr, sehr schöne Modelle ausgesucht. Wir sind gerade in Hattingen, in der alten Hood, bevor wir ausgewandert sind, wo ihr die ganzen TikTok-Vlogs noch gesehen habt. Hier war die Wohnung und ja, jetzt geht's für uns nach Köln. Da holen wir die Uhren ab und wir nehmen euch heute mit. Und wir haben nice Wagen bekommen. Ich sag euch ehrlich, viele Leute unterschätzen den. Wie fandst du den Wagen Golf R? Ich sag dir, am Anfang, ich dachte mir, das ist ein Golf. Komm, der kann nicht gut sein. Aber dann, ich habe den Sound gehört, ich habe die Beschleunigung gemerkt. Der hat ja nicht so viel PS, trotzdem beschleunigt der. Der ist ein kleiner Flitzer, der ist geil. Der kommt nicht nur in der Grundschule gut an. Und was haben wir hier noch für einen Wagen? Ein weiteres Prachtstück, den Audi RS3. Richtig geiler Wagen, richtig geiler Sound. Hat fett Pops, werdet ihr gleich hören. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Sieht geil aus. Sieht stabiler Wagen, macht man nicht viel falsch mit. Für uns geht's jetzt los. So, kurzer Stopp an der Tank. Wir müssen Energy holen. Und um das Klischee komplett zu erfüllen, was holen wir? Pass auf. Das gibt schon. So, wir machen jetzt einen ganz besonderen Halt. Und zwar werden wir uns Fake-Uhren kaufen. Warum? Wir wollen die TikTok-NPCs natürlich ein bisschen triggern, ne? Das, wofür man uns natürlich kennt. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zu einem Kollegen in Düsseldorf. Der hat ein paar Fake-Uhren, Day-Dates und so weiter. Holen wir ab und dann machen wir einen TikTok halt dazu. Uhren abgeholt, zieht euch das mal rein. 5 Stück. Wir müssen gucken, welche davon am realistischsten fake ist und welche davon übertrieben fake sind. Weil irgendwo, wo war das? Bei der ist einfach der Sekundenzeiger abgefallen, ich weiß nicht, das ist glaube ich schon einer zu viel. Hinten, wie nennt man das, Büro ist mit einer Büroklammer befestigt. Das ist schon echt. Und dieses Armband kommt sehr, sehr brutal. Digga, ja, mal gucken. Weißt du, was ich einfach gerade realisiere? Wir sind hier einfach auf dem Weg, Rollies abholen. Das ist so krank. Ich stelle mir das gerade vor, das war vor ein paar Monaten noch so ungreifbar und jetzt sind wir einfach auf dem Weg und in 10 Minuten sind wir da und holen die Uhren ab. Das ist geisteskrank. Dieses Gefühl ist so geil, das macht Bock. So, wir sind jetzt in Köln angekommen, gehen zu dem Store, wo wir jetzt die Uhren abholen. Wir haben Max und Lukas auf dem Weg leider verloren, aber sollten wir gleich wiederfinden und dann holen wir es ab. Ich bin sehr, sehr hyped. Hier angegossen. Könnt ihr auch damit sauber machen, einfach mit so einem Mikrofasertuch, Sonnenbrille oder sowas. Dann gehen alle Fingerabdrücke weg. Rolex hat keine Tücher beigelegt. Das sind sie geizig für. So, die Uhren wurden abgeholt. Richtig, richtig geil. Wir Warte sind mal, muss man direkt hier rein zeigen, der Film weitergeht. Oh, stimmt das recht. Ehrenlos sieht die aus. Ehrenlos. Hier echt schmackhaft. Die dazu noch Rootbeer und die goldene. Vertraut mir, kennt ihr diesen Schinken aus Aldi? Der kommt sehr, sehr brutal hier. Der Schinken aus Aldi? Digga, Digga, Carpaccio ist Schinken. Er ist zum ersten Mal Carpaccio, Digga. Das gibt so die Schinkenseite. Ja, stabil. So, jetzt gibt es erstmal 300 Gramm Filetsteak mit Süßkartoffelpommes, normale Pommes. Sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus. Okay, der Bruder isst das erste Mal Steak. Gib mal Review. Bro, warte, hör mal auf, Digga. Ich muss das mal nachhalten, Digga. Wir filmen weiter hier. Alles immer authentisch bleiben. Die Leute wissen Bescheid. Der Veganer wird mitgegessen an dem Tisch. Okay, probieren wir das kleine Stück, weil sonst gleich iPhone-Speicher voll. Der wird sich so verbrennen, Digga. Eine Barbecue-Soße. Verstehen die Veganer nicht, ey, ehrlich. Das schmeckt so von 1 bis 10? Boah. Ich würde eine 10 geben. Ab jetzt jedes Wochenende Steak, sagst du? Jeden Tag. So, wir sind hier jetzt noch in unserer zukünftigen Garage. Auf jeden Fall einiges an Auto wert hier. Aber gucken wir uns noch ein bisschen die Autos an. Aber welche? Ich weiß nicht. Wer? Nee, alle! Ich Dicker, alle!
Hier, den. Digga, jetzt gehen wir zu den Lambos, das sind nur Bentleys hier. Gerade von Weitem gespottet und ich sag euch, ich habe noch nie so eine geile Farbe gesehen. Dieses Blau sieht unnormal schön aus. Vor allem auf einem Evo. Blauer Aventador, STO und ein SVJ. Zwei Ferraris, die wir auf jeden Fall kaufen werden. Einmal der SF90, warte, jetzt sieht man den hier. Und der Pista, der sieht so schön aus. Sogar. Der muss auch noch. Ja, F40 darf auch nicht fehlen. Digga, alle, Digga, ich sag dir, wir müssen jeden Wagen holen. Wenn es einen super Sportwagen gäbe, den wir uns holen müssten, dann wäre es auf jeden Fall der Ferrari Pista. Es gibt wirklich nichts auszusetzen an diesem Auto. Es ist so wunderschön von vorne und von hinten. Einfach nur wunderschön. So, wir sind gerade in Bonn angekommen, geben jetzt hier die Autos ab. Absolut im Zeitdruck, wir müssen eine Stunde nach Köln fahren. In 90 Minuten geht der Flug und der Kollege von der Autovermietung sind 10 Minuten da. Wir haben 20 Minuten, um durch den ganzen Flughafen zu laufen. Ja, läuft. Und schaffen wir. Easy. Sowieso, ihr werdet uns wie gleich immer im Flugzeug sehen. Wir schaffen immer alles. So, wir haben es natürlich geschafft. Wir sind jetzt endlich gelandet und wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit. Ah, sorry. Es gibt da mit Apfelsaft, sehr entspannt. Und dann fahren wir gleich nach Hause, packen unsere Sachen und dann machen wir wahrscheinlich noch so ein paar inspirative Worte an euch. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und ja, was soll ich sagen? Es war ein krasser Tag, es war wirklich etwas, was wir uns sehr lange vorgenommen haben. Es ist extrem nice zu sehen, wie wir uns entwickeln. Ich bin Real Talk sehr stolz auf Max und mich, dass wir das jetzt gepackt haben. Und ja, es ist erst der Anfang, wir werden uns safe nicht darauf ausruhen. Es wird noch viel, viel weitergehen. Und ja. Ja, ich würde auch noch was sagen. So, ich halte mal die Kamera. So, ihr seht das Prachtstück hier. Ich finde die man extrem geil. Nicht gesehen. Okay. Man sieht das Prachtstück hier. Warte, ich glaube, wir haben es generell zu wenig gezeigt, also for real. Die Leute haben es, glaube ich, noch gar nicht so gesehen. Also hier ist... Perfekt, einfach mal einen Moment kaputt gemacht. Hä? Also hier meine Uhr. Wir haben vorhin erst entdeckt, dass die halb grau auch unten ist. Jetzt ist sie ein bisschen dreckig mit Fingerabdrücken und so. Aber mir gefällt es persönlich sehr. Magst deine Uhr? Zeig mal. Oh, jetzt muss ich es mal so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche ihr geiler findet. Ich finde beide sehr, sehr nice. Dazu muss man aber auch noch sagen, ich habe mir vorgestellt, ich fand die erst nicht so geil, die Uhr von dir, weil ich die auf Bildern gesehen habe. Diese, manchmal auf Bildern sieht man die, die sieht richtig kacke aus. Jetzt auf Video, die sieht auch nicht so gut aus. Wenn man die in echt sieht, ist die 100-mal geiler immer. Also wirklich, in echt sieht die nochmal viel, viel schöner aus. Aber sagt gerne, welche ihr schöner findet. Ja, und... wie es sich gehört, natürlich auch noch ein paar inspirierende Worte an euch. Es gab eine Zeit, da konnten wir uns nicht mal vorstellen, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und jetzt tragen wir jeweils 20.000 im Handgelenk. Das ist einfach... Ich hatte noch eine Zeit, wo ich angefangen habe mit 17 Jahren, wo ich in dem Büro saß von meinen Eltern, in meinem Elternhaus. Kann man safe ein Bild einblenden, ich habe davon noch ein Bild. Und ich saß da und ich hatte 4 bis 5 Monate am Stück nur 200 Euro auf dem Konto. Das war's. Ich hatte nichts mehr außer dem Laptop meiner Eltern. So, das war so ein alter Lenovo, keine Ahnung, richtiger Dinosaurier. Und 200 Euro auf dem Konto. Ich hatte nichts. Ich hatte nichts. Dann habe ich angefangen zu hustlen und es ging immer weiter bergauf. Ich habe Jakob kennengelernt und so weiter. Wir haben zusammen gehustelt und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Und damit möchte ich euch sagen, jeder kann es von egal welchem Startpunkt aus schaffen, wenn ihr es wirklich, wirklich wollt. Also jeder. Perfekt auf den Punkt getroffen. Ich habe da nicht viel zu sagen. Für uns endet der Tag jetzt. Ich glaube, wir haben es beide noch nicht so richtig realisiert. Ich habe vorhin auch in den Spiegel mal geschaut. Ich dachte so, Digga, habe ich da wirklich eine Uhr für über 20.000 im Handgelenk? Das ist schon krass. Und... ja, für uns, wir schreiben gleich noch einen Text für FB Exclusive, dann bereiten wir alle Sachen für morgen vor, dass wir morgen wieder richtig schön in die Routinearbeit rein können. Yes. Wir sehen uns im nächsten Vlog.